Ubongo Extreme ist ein kniffliges Legespiel für 2 bis 4 Personen. Erschienen ist es im Cosmos Spiele Verlag, geeignet ab 8 Jahren und eine Spielrunde dauert in etwa 30 Minuten. Zunächst entscheiden die Spieler, ob mit der einfacheren Seite oder mit der schwierigeren Seite der Legetafel gespielt wird. Die einfache Legetafel hat hier 3 Legeteile, die schwierige, der Rückseite, hat 4 Legeteile. Die Legetafeln werden gut durchmischt und mit der Seite, mit der nicht gespielt wird, nach oben in die Tischmitte gelegt. Die Legeteile werden farblich sortiert und ebenfalls in die Tischmitte gelegt. Hier haben wir lila, gelb, rot und blau. 9 blaue Saphire werden in die Tischmitte gelegt und daneben 9 braune Bärensteine. Diese 2x9 Steine sind die Auslage und zugleich Rundenzähler. Die restlichen Edelsteine kommen in den Stoffbeutel. Dieser findet ebenfalls irgendwo am Tisch, wo jeder gut dazukommt, seinen Platz. Die 4 Farbchips werden ebenfalls in den Stoffbeutel gegeben. Jeder der teilnehmenden Spieler zieht nun einen Farbchip aus dem Stoffbeutel. Die Farbe dieser Chips zeigt an, mit welcher Farbe ein Spieler in dieser Runde spielt. Bei weniger als 4 Spielern bleiben die übrigen Farbchips einfach im Beutel. Und diese könnten in der nächsten Runde zum Einsatz kommen. Nun wird noch die Sanduhr bereitgestellt. Jeder Spieler zieht nun reihum die oberste Legetafel vom Stapel und legt sie mit der Seite offen vor sich hin, auf der gespielt wird. Der Farbchip, den ein Spieler vor sich liegen hat, bestimmt jetzt, welche gleichfarbigen Legeteile der Spieler gemäß der Legetafel aus der Tischmitte nimmt und vor sich hinlegt. Sobald jeder Spieler seine Legeteile vor sich liegen hat, wird die Sanduhr umgedreht. Nun muss jeder Spieler versuchen, die helle Legefläche seiner Tafel mit seinen Teilen exakt zu belegen. Hier ein kleiner Tipp von mir: Zum Belegen der Tafel sind beide Seiten der Teile verwendbar. Sobald ein Spieler es geschafft hat, seine helle Legefläche exakt mit seinen Teilen zu belegen, ruft er Ubongo. Wie geht man hierbei jetzt vor? Der rote Spieler hat die Vorgabe, die helle Legefläche mit den Legeteilen Nummer 6, 12 und 10 zu belegen. Dann sucht man sich als erstes die Teile hier raus. 6, 10, 12 und versucht jetzt so schnell wie möglich diese Flächen passend zu belegen. Der erste Spieler, der seine Fläche exakt belegt hat und Ubongo ruft, nimmt sich einen blauen Saphir von der Auslage. Und zusätzlich zieht sich dieser Spieler noch einen Stein aus dem Beutel. Der zweite Spieler erhält einen braunen Bärenstein aus der Auslage und zieht sich gleichzeitig noch einen weiteren Edelstein aus dem Beutel. Schafft es der dritte und vierte Spieler auch innerhalb der Sanduhrzeit, die Legefläche richtig zu belegen, zieht jeder von ihnen einen Edelstein aus dem Beutel. Ist die Sanduhr abgelaufen, endet die aktuelle Spielrunde. Konnte kein Spieler seine Legefläche belegen, gibt es eine zweite Chance. Dazu komme ich später noch im Video. Die Auslage der 9 Saphire und Bärensteine dient auch als Rundenzähler. Der blaue Saphir geht immer an den schnellsten und der braune Bärenstein geht immer an den zweiten Spieler in einer regulären Runde. Hat es in einer regulären Runde jedoch kein Spieler geschafft, seine Legefläche exakt zu belegen, werden von der Auslage ein blauer Saphir und ein brauner Bärenstein genommen und in den Beutel gelegt. Hat es in einer regulären Runde nur ein Spieler geschafft, seine Legefläche exakt zu belegen, wird von der Auslage ein brauner Bärenstein genommen und in den Beutel gelegt. Damit liegen nach jeder Runde immer ein Saphir sowie ein Bärenstein weniger in der Auslage. Nach jeder Spielrunde legen die Spieler ihre Legetafel zur Seite. Die benutzten Legeteile werden wieder in die Tischmitte gegeben. Und die Farbchips werden wieder zurück in den Beutel gelegt. Nun beginnt wieder eine neue Runde. Jeder Spieler zieht eine neue Legetafel vom Stapel. Der Beutel wird geschüttelt und jeder Spieler zieht erneut einen Farbchip. Damit wird bestimmt, mit welchen Legeteilen der jeweilige Spieler in der neuen Runde spielt. Das Spiel endet nach 9 Spielrunden, wenn alle Edelsteine der Auslage vergeben oder dem Beutel hinzugefügt wurden. Nun addiert jeder die Werte seiner Edelsteine. Die Rubine haben jeweils einen Wert von 4 Punkten. Die Saphire haben jeweils einen Wert von 3 Punkten. Die Smaragde haben jeweils einen Wert von 2 Punkten und die Bärensteine haben jeweils den Wert von 1 Punkt. Auf der Rückseite der Farbchips ist der Wert der Edelsteine nochmals erwähnt.
Der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen. Kommen wir nun zu den erweiterten Spielregeln. Wenn in einer Runde kein Spieler seine Flächen binnen der Sanduhrzeit lösen kann, geht die Runde weiter und die Spieler erhalten eine zweite Chance. Die Sanduhr wird noch einmal gedreht und die Spieler versuchen weiterhin ihre Tafel zu lösen. Sobald ein Spieler in der zweiten Chance-Runde seine Legeflächen erfolgreich belegt, ruft er Obongo und zieht einen Edelstein aus dem Beutel. Da es sich hierbei nur um die zweite Chance handelt, darf dieser Spieler sich dann aber keinen Edelstein aus der Auslage nehmen. Zusätzlich endet diese Runde dann sofort und die anderen Spieler müssen sofort aufhören. Schafft es auch in der zweiten Chance kein Spieler, seine Flächen innerhalb der Sanduhrzeit zu belegen, dann zieht niemand einen Edelstein aus dem Beutel und die Runde endet endgültig. In diesem Fall werden dann ein blauer Saphir und ein brauner Bernstein aus der Auslage genommen und in den Beutel gelegt. Was passiert nun bei einem Spielende mit mehreren Siegern? Das heißt also, wenn mehrere Spieler die gleiche Punkteanzahl haben. In dem Fall findet dann ein Stechen statt. Jeder von ihnen zieht dann einen der vier Farbchips aus dem Beutel, nimmt sich eine Tafel und die dazugehörigen Legeteile und auf Ubongo geht's los. Wer dann zuerst seine Legefläche belegt hat, gewinnt das Spiel.